Hallo und herzlich willkommen zurück auf unserem Kanal. Wir sind unterwegs, wie ihr seht, und hinter uns sind Schienen. Das heißt, wir sind mit dem Zug unterwegs. Wir sind nämlich auf dem Weg nach Blankenburg. Um unser neues Auto abzuholen. Ja, um den großen Bruder abzuholen. Heute ist es endlich soweit, nachdem wir den Mittwoch angemeldet haben. Erzählen wir später nochmal. Genau. Wir sind jetzt auf dem Weg über Goslar, Halberstadt nach Blankenburg. Und, die Züge werden immer kleiner. Die Züge werden immer kleiner. Ja. Auf die Scham ist natürlich sehr schön. Wir fahren hier mit. Schönen guten Tag. Guten Tag. Wir müssen ein bisschen leise sprechen. Wir sind nämlich im Zug, gerade auf dem Weg nach Blankenburg, beziehungsweise jetzt gerade zwischen Goslar und Halberstadt. Ja, mit der Regionalbahn unterwegs. Mitten im Harz. Ja. Mitten im Harz, ganz schön, auf jeden Fall. Erst einmal mit dem Zug im Harz. Die Sonne kommt raus. Ja. Ja. Und ja, mal gucken. Wir sind gespannt, ob wir auch abgeholt werden. Ob wir abgeholt werden, genau. Oder ob wir uns doch ein Taxi nehmen müssen oder was uns überhaupt erwartet. Wir sind so ein bisschen aufgeregt. Nicht nur ein bisschen. Also aktuell ist es so, dass auch die Situation in Blankenburg nicht so toll ist. Das heißt, wir kriegen gar nicht so viel mit. Ja, Thema Einweisung und Co. Da müssen wir wirklich mal gucken, ob man das dann im Nachgang online, telefonisch etc. Nun ja. Das heißt, wir werden viel mehr Videos zeigen können. Ja. Ja. Zugfahren ist total schön. Mal jetzt durch. Ja. Haben es bald geschafft. Aber knappe Stunde sind wir da. Weniger. Weniger als eine Stunde. Ja. Ja. Im Hintergrund sehen wir den wunderschönen Harz im Mai mit Schnee. Kann man wahrscheinlich nicht so gut erkennen, nee, aber gar nicht. Wir sehen da auf jeden Fall Schnee. Da hinter den Bäumen, da sieht man so ein bisschen, aber da ist Schnee. Ja. Und nicht nur die Spitze, sondern tatsächlich auch weiter unten. Schönen guten Tag an Tag 2 eines aufregenden Wochenendes. Leider konnten wir euch gestern nicht so richtig mitnehmen bei dieser ganzen Übergabe. War ganz schön chaotisch. Dank Corona kann man natürlich auch nicht so viel machen. Man hat uns trotzdem sehr gut betreut, hat sich trotzdem sehr viel Zeit genommen, hat das Ganze natürlich ein bisschen runtergekürzt, weil das Ganze natürlich in Zeiten dieser Krise nicht so funktioniert. Aber ihr seht schon, wir sitzen im neuen Auto. Und wir sind tatsächlich schon an einem Stellplatz in Langlingen. Ja.
An der Aller? Genau. Mhm. Einfach, damit wir hier tagsüber jetzt so ein bisschen einfach draußen sind und ja, quasi einziehen können. Das ist der Plan für heute. Und, genau, wir haben jede Menge Krams im Auto. Wir gehen da gleich mal hinten rein und gucken mal. Ja, jetzt haben wir natürlich ein nacktes Auto gekauft und jetzt geht es natürlich darum, das Ganze so ein bisschen zu individualisieren. Genau. In den nachfolgenden Videos zeigen wir euch auf jeden Fall dann mal komplett, was wir hier eigentlich alles haben und was wir überhaupt für ein Auto haben. Und aber das war jetzt erstmal so quasi das Abholvideo und jetzt drehe ich mal die Kamera und dann zeigen wir euch mal, was wir alles eingepackt haben und zeigen vielleicht erstmal das Auto. Ja, das ist er nun. Der Citroën Jumper Clever Celebration 600 mit allem Schnippi-Schnappi. Nein, gar nicht. So, wir gehen mal hinten hin. Wir haben jede Menge Stuff mitgenommen, was jetzt natürlich alles irgendwie in dieses Auto muss. Wir haben hier hinten, ihr seht schon, das ist alles voll mit Stuff und Zeug und Kram, was jetzt irgendwie hier rein muss. Und das sind eigentlich tatsächlich alles wichtige Dinge. Also es ist jetzt irgendwie kein Quatsch. Ich meine, wir haben jetzt schon 2 Jahre lang so ein bisschen Caddy-Erfahrung sammeln können und wissen inzwischen, was man so braucht. Aber vielleicht wird das ein oder andere vielleicht auch wieder mit nach Hause kommen. Wir wissen es nicht. Ja, das war es jetzt erstmal zu diesem Video. Warte, weißt du was? Komm mal her. Ich kann mich hier draufstellen auf den Tritt. Dann bist du genauso groß wie ich. Cool. Und das heißt, wir werden euch mal gucken, vielleicht schaffen wir heute Morgen noch so 1-2 Videos zu drehen. Wir haben so ein paar interessante Themen noch. Wir wollen euch mal so ein bisschen 2 Jahre Caddy, was ist daran cool, was ist daran schlecht. Genau. Und der Yoshi will jetzt auch erstmal hier eine Runde gehen. Deswegen würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.